Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Truck Driver. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt und wir sind auf dem Weg mit unseren Glastellern nach Oyster Bay. Und das soll eine ziemlich schnell zerstörbare Fracht sein, deswegen müssen wir langsam und vorsichtig fahren. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht so ganz. Wir versuchen es. Aber das wird schon schief gehen. So. Okay. Die schöne Ansicht hier und auf geht die Wille Luzi. Machen wir das mal aus der Baustelle. Aber das ist sowieso total sinnlos. Wie kann es sein, dass Teller, Glasteller auf einer Baustelle sind? Das ergibt für mich gar keinen Sinn jetzt gerade. Aber anscheinend ist das hier so, in diesem Spiel. Und dann fahren wir jetzt mal ab nach Oyster Bay. Autobahn müssen wir anscheinend nicht fahren. Wir können das alles über Land machen. Und dann machen wir das auch. Alles schön über Land. Aus dem Weg da. So. Gucken, wie viel Geld ich für die Glasteller kriege, weil das ja so eine Fracht ist, die eigentlich nicht beschädigt werden darf. Aber warte mal, bevor ich es jetzt vergesse, mir fällt gerade ein, ich habe ja so viele Punkte gekriegt. Vielleicht sollten wir da mal kurz reingucken. Okay, wir können hier gar nichts machen. Was ist denn das mit der XP nochmal? Passiv? Da ist es. Okay, wir könnten jetzt hier die Punkte weiter freischalten. Und zwar... du erhältst einen Bonus von 2% auf das erhaltene Geld. 3, 2, 1, meins. Mehr Geld ist immer gut, weil umso schneller haben wir dann hier die Möglichkeit... endlich unsere Garage zu kriegen, was natürlich ein großes Ziel jetzt ist. Aber das wird schon irgendwann werden. Ich bin da ganz optimistisch. Vielleicht gehen wir die Sache auch falsch an. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wie ich noch schneller Geld verdienen könnt, haut das mal in die Kommentare rein, das würde mich interessieren. Ne? Vor allem würde es mich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ne? Es ist natürlich jetzt nicht ETS, es ist Truck Driver, aber ich sag mal so, auf den Konsolen und so kann man spielen. Scheiße. Ja. Was hält der auch da vorne an, der Lappen? Jetzt muss ich hier wieder rumtingeln. Was sagt ihr denn hier, Mann? Habt ihr Lack gesoffen? Meine Fresse. Ja, okay. Wie gesagt, es ist nicht ETS. Es ist Truck Driver. Es hat natürlich nicht so tollen Features wie bei ETS. Aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Haut mal in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Und wenn ihr schon dabei seid... ihr könnt ja mal den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ihr habt immer auf dem neuesten Stand, was wir für tolle Let's Plays, Livestreams oder Guides hier raushauen und ihr wisst immer, was los ist. Wir spielen auch viele leckere Simulationsspiele in naher Zukunft, also das wird euch echt Spaß machen, hier dran zu bleiben. Okay, und jetzt ab Oyster Bay, ach, rechts, einmal rum die Mühle. Weiter geht's. So, jetzt komme ich doch noch auf der Bahn hier, oder was? Naja, so. Sieht so aus. Ja, sieht so aus, ob ich jetzt noch auf der Autobahn unterwegs bin. Wieder ein Verkehrsunfall und eine rote Ampel und ich habe nicht bezahlt. Ich bin falsch abgebogen. So eine Scheiße. Jetzt kann ich hier nicht drehen, weil ich nicht aufgepasst habe. Mann! Da ist der Blitzer. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie drehen können. Falschfahrer können wir ja nicht machen. Geisterfahrer ist auch scheiße. Wahrscheinlich bis da oben hin hochpimmeln. Oh Mann.
Mann, ey. Ah. Wieder ein Blitzer. Es sind ziemlich viele Blitzer. Okay, dann müssen wir jetzt hier abbiegen. Einmal durch den Ort durchpimmeln und dann können wir auf der anderen Seite wieder runter. Junge, wo willst du denn hin, ey? Guck mal, wir nutzen jetzt gerade die Chance und biegen da einfach ab. Dann sind wir morgen noch unterwegs. Zack, hat keiner gesehen. Dann sind wir wirklich in 2 Tagen unterwegs. Kann ja nicht sein. Okay, was hast du jetzt für einen Auftrag? Das musst du mir jetzt mal erklären. Was hast du für einen Auftrag hier? Aber das halten wir auf dem Foto fest. Das sieht aus. Das halten wir mal fest. Meine Güte. Das ist bestimmt eine Frau. Das ist hier eine Frau. Das ist Frau am Steuer. So. Fortsetzen und dann warten wir jetzt, bis es grün wird. Jetzt geht's los. Ja, ich fahr doch schon, Mann. Ich hab auch eine Hupe. Meine Schöner. Lappen. Ey, die war gelb. Das ist doch eine Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. So wird das nie was mit der Garage. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Mach hin da, du Lappen. Weg. Weg. Oh, oh, das war so nicht geplant, Leute. Das war jetzt. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Eben gerade hau ich noch auf eine kacke Frau am Steuer und jetzt. Ja. Eine große Fresse haben sollen mit Frau am Steuer und so, und hast du nicht gesehen? Ich hoffe, die Ware ist nicht beschädigt. Das wäre nämlich dann richtig scheiße. Schon unser Ziel. Aber hier ist nichts. Da, hier ist eine Lagerhalle. Okay. Wir sind da. Da muss er hin. Kein Problem. Nichts leichter als das. Okay, abgeliefert. Ich glaube...
Alles noch heile. Okay, perfekt. Habt ihr merkt, dass ich lüge? Okay, ich bin ein zuverlässiger Fahrer. Ja, ich weiß. So, mal gucken, was es noch hat. Ja, das sollten wir. Komm wieder vorbei, okay? Mache ich. Du hast bestimmt noch Jobs für mich, also komme ich dann wieder vorbei. Mal gucken, was wir jetzt an Kohle kriegen. Wow. 235 Euro. Ich bin jetzt nicht begeistert über die Situation. Allein das Blitzerfoto hat mich mehr gekostet, glaube ich. Das ist nicht sehr weltbewegend jetzt gewesen. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Okay, aber wir werden das machen. Wir werden zu ihm zurückfahren und mal gucken, ob er da vielleicht noch ein paar bessere Missionen für uns hat. Hoffe ich zumindest. LKW ist total im Eimer. Ich kann auch gar nicht irgendwie reparieren, ne? Nee. Gar nicht. Das ist scheiße. An der Tankstelle kann ich auch nicht reparieren. Also muss ich mit meinem verkrüppelten, kaputten LKW weiter durch die Weltgeschichte tickeln. Aber vorsichtig fahren jetzt in Zukunft hier. Wieder so eine rote Ampel. Vor allem, wie wollen die das immer feststellen, ob ich bei Rot über die Ampel gefahren bin? Da steht grundsätzlich nie irgendwie Polizei. Wie wollen die dann sagen, ach, guck mal, der ist bei Rot über die Ampel gefahren, der Mint-Me. Das geht gar nicht, Mann. Das ist voll verarsche. Aber ich sehe gerade, wir sollten vielleicht doch lieber ein Bett ansteuern, weil unsere Ausdauer langsam den Bach runtergeht. Was ist jetzt? Wird das hier heute noch mal was? Jetzt stehe ich hier an der Ampel, ey. Oh Mann, 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 jetzt. Jetzt. Müssen jetzt vorsichtig sein. Wir können nicht ständig Geld für zu schnelles Fahren oder rote Ampel draußen. Sonst wird das nie was mit der Garage. Boah, der zieht rüber ohne Ende, der LKW. Er hat richtig einen Schaden, hat er. Richtig kaputt. Das ist nicht gut, ey. Ich kann auch nirgendwo, es gibt keine Werkstatt oder so, wo ich mal ranfahren kann und hier, ey, mach mal Eile.
Das ist schon scheiße. Das macht mich ein bisschen traurig. Dass ich meinen LKW nicht reparieren kann. Weg da! Ich falle schon wieder zurück in alte Raster hier. Überholen, schnell und immer Kette und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier ist 30 pro Achse. Deswegen fahre ich auch 60. Erzählt das bloß keinem. Weg da! Kann ich sonst vielleicht noch abbremsen? Brauche ich gleich wieder den nächsten Unfall. Weil ich muss da vorne abbiegen. Gut, dass ich nicht überholt habe. Ich hab Vorfahrt. Ey, Junge, was stimmt mit dir nicht? Das sind mir die Liebsten, ohne Scheiß. So, hier ist ein Bettchen. Das werden wir gleich mal ansteuern. Rum die Kiste. Wir stellen uns gleich in Position. Damit wir, wenn wir aufgestanden sind, weiterfahren können. So. Einmal ausruhen. Oh, Motor läuft. Einmal ausruhen, bitte. So. Und, ja, mein LKW ist ernsthaft beschädigt. Ich weiß nicht, wo man den reparieren kann. Das ist alles scheiße. Wir könnten ja nochmal gucken. Gibt es hier irgendwo? Nee. Gibt's nichts. Nee. Ist irgendwie nichts Produktives jetzt so, wo ich sagen kann, ja, okay. Was ist das denn? Tiefgekühlte Mission bringt 2000 Euro. Warum sagt mir das keiner? Dann sollten wir uns vielleicht doch mal lieber darum kümmern. Ach, das sind die Missionen, die ich doch alle machen kann und dann ist vorbei. Ach was. Ach was. Könnten wir Charlie jetzt quasi abarbeiten oder wie? Ach nee, dann kommen die nächsten Stufen. Wir machen, glaube ich, Tiefkühlmission nochmal. Aber das machen wir, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Damit wir schnellstmöglich zur Kohle kommen, damit wir unsere Garage kriegen können und unseren katastrophalen LKW mal wieder heile kriegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nicht mehr verpasst, was es für coole Simulationsspiele bei uns auf dem Kanal gibt. Ich kann euch empfehlen, guckt euch das U-Boot-Let's Play an, für alle, die so ein bisschen auf Zweiten Weltkrieg und Simulation stehen. Richtig geil, ihr seid im U-Boot im Zweiten Weltkrieg als K9 und versenkt da halt Frachter und so. Macht richtig Fun. Ich will nicht weiter rumquatschen, ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.